Guten Tag, mein Name ist Felix Naumann. Ich leite das Fachgebiet Informationssysteme am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Ich werde im kommenden Semester den neuen OpenHPI-Kurs anbieten mit dem Titel Datenmanagement mit SQL. Es geht also um Datenbanksysteme, die Speicherung von großen Datenmengen und das Wiederhervorholen von großen Datenmengen. Ich freue mich sehr auf diesen Kurs. Der wird 6 Wochen währen mit Vorlesungen, Selbsttests, sonstigen Materialien und am Ende mit einer Prüfung, bei der Sie ein Zertifikat erlangen können. Ich will diese Gelegenheit nutzen, Ihnen kurz das Thema vorzustellen, also einen kleinen Überblick zu geben über das, was Sie in diesem Kurs erwartet, aber hauptsächlich auch, um Sie zu motivieren, um Ihnen zu zeigen, wie Datenbanken im Alltag verankert sind und wie wichtig Datenbanksysteme in der Informatik sind, aber eben auch sie im Alltag berühren. Daten gibt es natürlich überall, insbesondere auch sehr viele Daten. Und in den letzten 20, 30 Jahren spricht man geradezu von einer Explosion von Daten, die verfügbar sind, die gespeichert werden. Natürlich auch Daten, die gesammelt werden von Unternehmen, aber auch in Ihrem Alltag, beispielsweise wenn Sie auf einem Smartphone Ihre Kontaktliste haben, ist das in Wirklichkeit natürlich eine Datenbank, in der diese Daten gespeichert werden. Also Daten sind wirklich überall. Wir sprechen wirklich von vielen Terabyte Daten, die in großen, zum Beispiel Versandhändlern gespeichert werden oder bei Telekommunikationsunternehmen, aber auch von kleinen Kundendatenbanken, beispielsweise bei Ihrem Arzt oder bei Ihrem Autohändler. Diese Daten sollen sicher gespeichert werden und sie sollen eben auch anfragbar sein. Das heißt, wir wollen ja irgendetwas mit diesen Daten anfangen und genau dazu sind eben Datenbanksysteme da. Ich will Ihnen noch mal ein anderes Beispiel geben, um Ihnen zu zeigen, wie wichtig das ist, dass dies gut funktioniert und schnell funktioniert. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen schon einmal eine Online-Bestellung getätigt haben, etwa bei einem Buchhändler. Und dieser Vorgang ist mit sehr, sehr vielen Datenbankanfragen begleitet. Es stecken sehr viele verschiedene und zum Teil sehr, sehr große Datenbanken im Hintergrund, die verwendet werden, um Ihnen ein entsprechendes Angebot machen zu können. Das geht schon los, wenn Sie sich mit Ihrem Namen und Ihrem Passwort anmelden. Das ist natürlich auch eine Anfrage an ein Datenbanksystem. Es wird geprüft, ob es diesen Namen schon gibt und ob auch das Passwort das entsprechende ist. Dann zu Ihrem Namen und Ihrem Passwort gehört ein Kundenprofil. Auch das ist wieder in einer Tabelle oder in einer Datenbank gespeichert. Das wird also hervorgeholt und entsprechend wird die Seite in Ihrem Browser aufgezeigt, vielleicht mit Ihren bisherigen Bestellungen oder auch Produktempfehlungen, um Ihnen den Kauf zu erleichtern beispielsweise. Wenn Sie dann nach einem bestimmten Buch beispielsweise suchen, sind das wieder Datenbankanfragen an den Produktkatalog, in denen also Dinge gespeichert werden, wie der Titel und der Autor eines Buches beispielsweise, die ISBN, die Seitenzahl und so weiter. Das sind also riesige Datenbanksysteme, oft mit Millionen von Büchern und diese Bücher werden aber sehr, sehr schnell gefunden und dann eben Ihnen angezeigt. Wenn Sie sich dann für ein Buch entschieden haben, legen Sie es in den Warenkorb, wieder eine Datenbankanfrage. An dem Beispiel wird auch deutlich, wie wichtig es ist, dass diese Datenbanken die Daten sicher speichern. Denn wenn Sie etwas in einen Warenkorb gelegt haben, dann wollen Sie es dort natürlich auch wiederfinden. Es darf dort nicht verschwinden. Es darf dort auch zum Beispiel nicht verschwinden, wenn ein Stromausfall bei Ihrem Online-Händler vorgefallen ist. Wenn die Datenbank dann wieder hochgefahren wird, dann ist Ihr Warenkorb immer noch genauso gefüllt wie vorher. Das ist dank von guter Datenbanktechnologie. Dann, wenn Sie die Bestellung auslösen, ist das natürlich wieder ein neuer Eintrag in einer Bestelltabelle beispielsweise. Dann wird in Ihren womöglich mehreren Lieferadressen, die auch wieder in einer Datenbank gespeichert sind, wird die entsprechende Lieferadresse ausgewählt. Eine Rechnung wird ausgestellt, auch wieder in einer Datenbank gespeichert. Der Warenbestand muss natürlich aktualisiert werden. Das heißt also, der Händler muss nun wissen, dass ein Buch weniger verfügbar ist. Und diese Verfügbarkeit muss dann anderen Kunden, die dasselbe Buch womöglich kaufen wollen, eben auch entsprechend angezeigt werden, sodass nicht mehr Bücher verkauft werden, als überhaupt vorhanden sind. Ja? Also Sie sehen, dass bei so einem ganz einfachen, vermeintlich einfachen Vorgang tatsächlich schon Dutzende von Anfragen an ein Datenbanksystem im Hintergrund erfolgen.
Wir haben also zwei wichtige Aufgaben im Datenbanksystem. Einmal das Speichern von Daten, Kundendaten, Produktdaten in dem Beispiel, Bestelldaten, aber eben auch das Anfragen von Daten. Die Anfragen, die wir gerade besprochen haben, sind relativ einfach. Finde ein bestimmtes Buch, speichere eine Bestellung. Aber es gibt auch komplexere Anfragen, die eher analytischer Natur sind. Beispielsweise, wenn Sie den Verkaufsrang eines Buches berechnen möchten oder wenn Sie Empfehlungen aussprechen möchten für weitere Bücher, die von Kunden mit ähnlichen Profilen bestellt wurden. Das sind dann deutlich komplexere Anfragen. Oder auch statistische Anfragen, wenn also ein Manager wissen möchte, wie viele Bücher haben wir pro Bundesland verkauft. Da muss man eben durch alle Bestellungen durchgehen, gruppieren nach Bundesland, die Verkaufszahlen summieren und dann zum Beispiel noch sortieren. Also das sind alles Dinge, die von Datenbanken unterstützt werden und die man mit SQL, der Anfragesprache für Datenbanksysteme, ausdrücken kann. Und genau damit wollen wir uns also beschäftigen in diesem OpenHPI-Kurs. Wir wollen also die Grundlagen von Datenbanksystemen kennenlernen, die Grundarchitektur, dann eben, wie man Daten dort modelliert, wie man sie abspeichert und dann natürlich, wie man sie mittels SQL wieder anfragt. Nun will ich also die Gelegenheit kurz nutzen, um Ihnen die einzelnen Vorlesungsblöcke vorzustellen, nur ganz kurz. Also der erste Schritt soll sein der sogenannte Datenbankentwurf. Das heißt also die Fragestellung, wie wir die Daten in einer Datenbank speichern, insbesondere wie wir sie in Tabellen organisieren. An dem Beispiel von eben, vielleicht brauchen wir eine Kundentabelle, eine Bestelltabelle und eine Produkttabelle beispielsweise. Ja, die Wirklichkeit sieht natürlich deutlich komplizierter aus, aber das werden wir dann eben in der Vorlesung etwas genauer besprechen. Wenn wir also dann diese Daten, diese Tabellen haben und sie mit Daten gefüllt haben, ist die nächste Frage, wie komme ich an diese Daten heran, wie kann ich Anfragen an sie stellen? Dazu werden wir zwei Anfragesprachen kennenlernen. Einmal die sogenannte relationale Algebra, basiert auf dem relationalen Modell. Das ist die Grundlage fast aller modernen Datenbanksysteme, insbesondere eben der sogenannten relationalen Datenbanksysteme, die die absolut große Mehrheit aller Datenbanksysteme weltweit umfassen. Und diese relationale Algebra hat eben einige Operatoren wie Filtern und Sortieren und Gruppieren, mit denen wir quasi die Daten anfragen können, ein bisschen massieren können, um sie so dann zur Anzeige oder zu einem Anfrageergebnis zu produzieren. Diese relationale Algebra ist dann die Grundlage für die konkrete Programmiersprache SQL, Structured Query Language. SQL ist eine der beliebtesten, ich sage mal, Programmiersprachen. Das ist natürlich eigentlich eine deklarative Anfragesprache an die Datenbanksysteme, aber die mit weitem Abstand verbreitetste Anfragesprache. Und wenn Sie zum Beispiel Stellenanzeigen einmal ansehen, werden Sie sehr oft nicht nur Java, sondern eben auch SQL als Anforderung sehen. Und wir wollen in dem Kurs hier die Grundlagen von SQL legen. Dort werden Sie also diese Sprache und ihre einzelnen Konstrukte kennenlernen. Auch wieder solche Dinge wie Sortierung, Gruppierung, aber eben auch, und das ist etwas, was jenseits von, ich sage mal, Excel oder anderen Tabellenkalkulationen geht, die Verknüpfung vieler verschiedener Tabellen. Also das Nachschlagen für einen gewissen Kunden, welche Bestellung hat er denn ausgelöst? Das kriegen Sie nicht hin in Word oder Excel oder anderen Tabellenverarbeitungsprogrammen, sondern das ist eben die Spezialität von Datenbanksystemen, viele verschiedene Tabellen zu verwalten und die dann zu verknüpfen. Und da wird dann ganz deutlich die Macht von SQL, also die Fähigkeiten von SQL, interessante Ergebnisse zu liefern, zum Beispiel für die Datenanalyse. Und nach diesem wahrscheinlich größten Block zu SQL werden wir noch im Ausblick weitere Themen zumindest kurz streifen, beispielsweise die sogenannte Datenbankoptimierung, also die Fragestellung, wie kann ich solche Anfragen möglichst schnell beantworten, dass wir also nicht stundenlang am Bildschirm warten, sondern nur die Millisekunden, die Sie tatsächlich beobachten, wenn Sie eine Bestellung beispielsweise auslösen. Ja? Das sind also ausblickende Themen. Ein weiteres Thema ist das Transaktionsmanagement, also die Frage, wie kann denn eine Datenbank sicherstellen, dass nicht zwei Leute das gleiche Buch bestellen oder zum Beispiel ein Sitzplatz im Flugzeug zweimal gebucht wird. Ja, das darf nicht passieren und auch dort ist Datenbanktechnologie im Einsatz, die solche Effekte verhindert. Sie sehen also einen relativ strukturierten Aufbau, Modellierung und dann Anfragen an die Daten im Datenbanksystem mit einer klaren Betonung zur Anfragesprache SQL. Wir wollen, wie üblich bei OpenHPI, verschiedene Angebote machen. Sie können sich Vorlesungen anschauen. Wir werden
Folien zur Verfügung stellen, die den Vorlesungsstoff aufzeigen. Wir werden Ihnen Selbsttests anbieten, wo Sie das Gehörte und Gelernte an sich selbst ausprobieren können mit Multiple-Choice-Questions, Multiple-Choice-Fragen im Internet, und werden entsprechend auch Hilfestellungen zur richtigen Beantwortung der Fragen geben. Sie werden Hausaufgaben bekommen, in der wir dann eben prüfen können, ob Sie den Stoff verstanden haben. Insbesondere wollen wir das natürlich dann nutzen, um gegebenenfalls Unklarheiten zu beseitigen oder weitere Fragen zu beantworten. Dazu wird es auch wie in der Vergangenheit ein Forum geben, in der Sie Fragen einstellen können, die dann von uns oder auch anderen Hörern dieses Kurses beantwortet werden, die als Diskussionsforum dienen. Das als Diskussionsforum dient, auch vielleicht um weitergehende Themen eingehender zu besprechen. Das Ganze schließen wir dann ab mit einer Prüfung am Ende. Das heißt also einer Prüfung, in der wir diesen Stoff einmal abfragen. Und wenn Sie dann diese Prüfung erfolgreich bestanden haben, erhalten Sie vom Hasso-Plattner-Institut ein Zertifikat, was die erfolgreiche Teilnahme am Kurs Datenmanagement mit SQL bescheinigt oder belegt. Ich hoffe aber, dass dieses Zertifikat nicht Ihr Hauptziel ist, sondern das Interesse an Datenbanksystemen, Ihr Interesse, einmal in diese Welt der Datenbanksysteme hineinzuschnuppern, die ja die Grundlage fast aller großen, komplexen Systeme darstellen. Das heißt also, Datenbanken sind in Ihrem Alltag fest verankert, und wenn Sie sozusagen einmal ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollen, empfehle ich unseren Kurs, und ich freue mich auf Ihre Teilnahme.